So, aber Ehre und grüß euch beim Gartengisi. Was machen wir heute? Ja, Freunde, es ist soweit. Ich habe es endlich einmal geschafft, mir alles Hochbeet wegzureißen. Und jetzt muss ein neues her. Ich habe mir gedacht, baust es wieder so, wie du es davor gebaut hast. Hat ja 20 Jahre gehalten. Gute Sache, aber in 20 Jahren bin ich ja schon bald 60. Dann müsstest du es dann wieder machen. Will ich nicht. Jetzt habe ich mal was gesucht, wo ich mir gedacht habe, das hält für die Ewigkeit. Und da bin ich drauf gekommen. Bei mir in der Nachbarschaft, ein paar Kilometer weiter weg, in Burken, gibt es eine Firma, die bauen saugute Hochbeete. Gefällt mir total gut, die ganze Sache. Nimmst sowas. Und da ich ja, wie gesagt, älter wäre und rückenschonend arbeiten muss, haben wir gedacht, naja, dann sollen sie die aufbauen. Jetzt habe ich die Jungs da. Kommt's mal her. Servus. Servus. Einmal der Michi, einmal der Sven, Firma Black Fox in Burken. Die machen das heute und werden uns euch das erklären. Aber ich würde sagen, jetzt legen wir einfach los. Jawohl. Gut, das ist das gute Stück. Freunde, ganz kurz, wundert euch nicht. Heute steht oben mal Werbung drin, das muss ich machen, das ist so. Ansonsten kriege ich Ärger bei YouTube. Bezahlt werde ich dafür nicht, obwohl er gesagt hat, ich kriege vielleicht mal eine Kiste Bier dafür. Und gekauft habe ich es auch. Also von dem her alles gut. Aber genug damit. Sven, erklär mal, was ihr euch da einfallen habt lassen. Also, das ist unser Hochbeet. Und der Gysi hat zu uns gesagt, er will die Größe 2x1 Meter haben. Und wir stellen, so gesagt, die Metallteile dafür her. Und jeder selber kann sich diese Steine, die kriege ich in jedem Baumarkt, die braucht man dafür. Das heißt, wir können unser Beet auch versenden. Und jetzt erkläre ich mal die groben Teile von dem Beet. Im Endeffekt sind das die vier Eckpfosten, die wo in die Ecken vom Hochbeet stehen. Die Stangen haben wir zur Verstrebung da. Wir verstreben das Beet auch innen drin. Das sieht man dann später, wenn wir das aufbauen. Und das sind die zwei Mittelstreben, so gesagt, die wo mittendrin stehen. Und umso mehr wir das Beet verlängern, umso mehr von denen Streben haben wir. Das wird eigentlich gar nicht mehr viel mehr, solange das Beet größer wird. Wir liefern auch direkt die Schrauben mit am Fett, die wo man auf die Schrauben auftut. Und dann liegt eigentlich hier schon das ganze Beet. Also ihr habt einen riesen Vorteil, ihr könnt ein komplettes Hochbeet in einen kleinen Karton versenden. Genau. Ja. Also wir versenden, wir haben jetzt schon nach Berlin oder Hamburg habe ich jetzt unsere Hochbeete schon versendet. Also das funktioniert durch das, dass man die Steine in jedem Baumarkt herkriegt, hervorragend. Also das ist super. Wir packen unser Zeug in Karton rein und es wird abgeholt und es ist 2 Tage oder 3 Tage später dann eben beim Kunde da und es funktioniert super. Ja, klasse. Da bin ich ja mal gespannt, wie ihr das jetzt aufbaut. Wie viel Zeit rechnet ihr ein, was man braucht? Ja, also für so ein 2-Meter-Beet, also wenn man jetzt nicht ganz erfahren ist, sage ich mal, mit dem Aufbau, wir haben natürlich eine Aufbauanleitung dafür gemacht, also die ist super beschrieben, wie man das aufbaut, aber ich schätze jetzt so, wir zwei brauchen jetzt für das Beet zum Aufbauen so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Genau. Und dann ist das Beet aufgebaut. Ja, oder? Klasse, dann hol ich mir jetzt einen Stuhl und schau dann zu, wie sie das macht. Genau. Dann geht's gleich weiter. Jawohl. Gut, was ist der erste Schritt? Also wir richten jetzt erstmal, wir haben jetzt ungefähr ausgemessen, wo das Beet da hinkommen muss. Und wir haben jetzt einen Wasserwock genommen und den jetzt den Boden ungefähr anpassen, dass es alles so im Wasser ist, dass das Beet dann relativ gerade steht. So, das ist jetzt der erste Schritt. Habe ich gut vorgearbeitet? Man könnte die ein bisschen loben, aber aber bloß ein bisschen. Aber bloß ein bisschen, okay, gut. Hervorragend, nee. Deswegen ja einmal mit Profis, die machen das jetzt richtig. Genau. Jetzt ziehen wir das eben grob ab. Das ist, muss nicht hundertprozentig stimmen. Das kann man dann im Nachhinein noch ein bisschen ausgleichen, wenn man das Beet aufbaut. Aber wenn die Vorbereitung eben stimmt, dann tut man es im Nachhinein einfach leichter. Währenddem, dass der Sven das ist, was er wunderbar macht, ihr findet die Internetseite von denen bei uns natürlich unten verlinkt. Schaut's drauf, ist echt eine tolle Sache. Also, ich habe es ja aufgebaut schon gesehen. Also, mir gefällt das bärig. Und das sind auch bärige Jungs, merkt ihr jetzt schon. Schaut's drauf, wie gesagt, ist unten verlinkt. Wie sollte der Untergrund beschaffen sein? Einigermaßen fest oder sinkt das arg ein, wenn es zu weich ist? Also das sinkt maximal auf die Höhe von die Steine ein. Mhm. Also wenn man die Steine ein... Also ich sage mal, es sinkt maximal so, ja, was sind das, so ein Zentimeter oder so, sinkt es ein und dann ist eigentlich Ruhe. Dann steht es, ist egal was für Untergrund.
Wichtig ist eigentlich, dass es eine Verbindung mit dem Boden hat, weil wenn es jetzt unten Teer oder so wäre, kann es sein, dass man Staunässe hineinkriegt. Und Staunässe im Hochbeet hast du am besten easy nicht oder gut. Allgemein. Staunässe ist tödlich. Absolut Katastrophe für die Pflanzen. Deswegen soll es irgendwie eine Verbindung mit dem Boden haben, egal wo, dann geht es. Also ich kann es auch direkt aufs Gras stellen. Absolut kein Problem. Oder wenn ich will, Kies drunter, dass ich einfach eine Drainage habe, was ablaufen kann. Genau, funktioniert genauso. Okay. Hauptsache, das Wasser kann raus aus dem Hochbeet, dass man keine Staunässe hat und dann ist alles super eigentlich. Gut. Genau. Wie geht's weiter? Gut. Wir legen jetzt grob die Sachen aus. Mhm. Die Pfosten legen wir jetzt alle grob an ihre Positionen hin. Und wenn wir das haben, dann werden wir eigentlich schon die Steine einsetzen. Alles klar, legt's los. Alles klar. Jawohl. Ihr habt das jetzt grob ausgerichtet, das passt. Michi, du erklärst uns jetzt, wie es mit den Schrauben weitergeht, oder? Genau. Also wir haben da für jede Größe haben wir Schraubenbeckler. Das ist jetzt die Größe 2 Meter. Die lernen wir jetzt einfach da mal aus. Und dann stellen wir die da alle hin. Bereiten wir die Schrauben ein bisschen vor. Wir haben da zwei verschiedene Längen. Einmal 16 mm lang und einmal 20 mm. Dann kommt auf jede Schraube noch eine Beilagscheibe auf. Genau. Dann haben wir da eine Fettspritze mitgeliefert, dass wir auf jede Schraube noch ein bisschen Fett nachdenken. Das ist dazu da, dass man auch nach längerer Zeit die Schrauben wieder lösen kann, dass sie die nicht festrosten. Da reicht es einfach ein kleiner Tupfer drauf, da, dass das Gewinde halt voll fett ist. Gut, die Schrauben haben wir jetzt soweit hergerichtet. Sven, dann können wir anfangen eigentlich das Beet zum Schrauben. Jetzt können wir eigentlich anfangen das Beet aufzuschrauben, jawohl, genau. Gut, ihr habt alles vorbereitet, ihr habt es richtig ausgelegt, so wie es gehört. Schrauben habt ihr mich hergerichtet, ich habe mich auch vorbereitet. Legt's los! Jawohl. Also, fangen wir an. Gut. Und jetzt zwei Schrauben, Beilagscheiben nehmen wir mal mit. Hast du schon drauf? Ja, habe ich schon drauf. Ja. So, jetzt schrauben wir das Beet einfach mal ganz locker unten zusammen mit der Strebe. Die Schrauben zieht man aber noch nicht fest an, weil jetzt die Steine reinkommen. So, Michi, genau. Hebst du das jetzt fest und ich stell die Steine rein. Kann man jetzt gleich mal ein bisschen anfangen, dass man das Beet mal gleich ein bisschen ausrichtet, genau. Wo es hinkommt. Wichtig ist, dass man eigentlich mit der Wand anfängt. Das erklären wir dann noch später, warum. So. Jetzt haben wir da die drei Steine rein. Jetzt stellen wir oben die Strebe rein. Und das lassen wir jetzt alles noch ein bisschen locker. Jetzt brauchen wir zwei Schlüssel für das Hochbeet. Und zwar zwei 13er Schlüssel ist das einzigste Werkzeug, was man für das ganze Hochbeet eigentlich werkzeugtechnisch braucht zum Zusammenschrauben. Genau. Wieder rein. Jetzt drücken wir die Steine noch ein bisschen nach außen. Das machen wir unten an.
Und jetzt fangen wir an, die unteren Schrauben einfach anzuziehen. Gut. Dann ziehen wir oben an. Einfach die Schraube so fest anziehen, bis die Stange da an dem Pfosten anliegt. Unten sieht man sie nicht, aber merkt man das ja dann, wenn die Schraube ein bisschen fester wird. Dann passt das Ganze, dann ist die ganze Wand verspannt und auch somit stabil. Genau. So, und jetzt, wenn man die Wand stehen hat, nach der Wand richtet man sehr Hochbeet aus. Also, wir haben geredet, wir brauchen hier zwischendrin 10 cm Abstand. Du hältst es kurz fest, Michi. Und dann schauen wir, jetzt haben wir noch 15 cm Abstand. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen zurück. Hier. Jetzt haben wir genau die 10 cm Abstand, was der Gysi uns gesagt hat. Ja, ich wollte da unbedingt haben, dass ich dann da noch eine Reihe Steine reinmachen kann. Und so komme ich jetzt auch noch durch, ordentlich. Das ist der Hintergrund, warum wir jetzt hier den Abstand haben. Aber was wirklich zwingend erforderlich ist, sind zwei Mann, gell? Ja, also man braucht, also alleine geht das Beet nicht zum Aufbauen, weil es muss einer immer mindestens eine Seite halten oder so. Allein eigentlich eher nicht. Also zu zweit sollte man sein zum Aufbauen. Zumindest am Anfang, das seht ihr dann nur im Video, das Hochbeet, das hebt sich dann von selber. So, ein bisschen zurück. Ein bisschen noch. Gut. So. Genau, können wir so mal Ding nach hier, Wasserwaage. Ja. Das ist jetzt auch wieder ein Novum beim Gartengießen. Das ist jetzt vermutlich das einzigste Teil, was in meinem ganzen Garten steht, was halbwegs im Wasser ist. Da müssen wir noch ein bisschen auf. Ja. Weil bei mir geht es so genau. So passt es. Perfekt. Gut. Genau. Wenn wir die Wand jetzt haben, ist es eigentlich im Endeffekt frei die Wahl, ob man mit der Seite oder mit der Seite da drüben anfängt, also weiterzumachen. Und wir fangen jetzt eigentlich mit der da drüben an. Michi, du hebst die Seite jetzt erstmal fest. Und ich hole mir wieder eine Schraube. Und da mache ich jetzt eine Stange mit Armadenschraube rein. Die sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz gut von der Entfernung. Da ist Armadenschraube drin. Mit der mache ich jetzt als allererstes weiter. Und die kommt unten an das Hochbeet ran. Die ziehen wir auch noch nicht fest an, sondern nur leicht. Und dann schieben wir den Mittelpfosten auf. Die Lasche gehört nach innen. Da brauchen wir aber noch eine Beilagscheibe davor. Ja. Und das Fett nimmst du noch mit. Ja. Beilagscheibe drauf. Fett auf die Schraube. Mittelpfosten aufgesteckt. Und dann ist es das fürs Erste. Gut, du hast jetzt ein bisschen nacharbeiten müssen. Anscheinend war ich doch nicht so professionell. Hast du eine kleine Rille machen müssen, damit die Stange schön drin liegt, oder? Genau. Genau. Und dann geht es jetzt weiter mit wieder Steine, oder? Wie läuft das? Ne, jetzt haben wir die Stange draufgeschoben. Das ist jetzt der Mittelpfosten drauf. Jetzt holen wir uns nochmal eine Beilagscheibe. Die haben wir da. Die schieben wir dann einfach bloß drauf. Du kannst ein bisschen herkommen, dann sieht man das genauer. Im Endeffekt ist es jetzt Stange, Beilagscheibe, Mittelpfosten, Beilagscheibe und da schaut die Madenschraube raus. Wenn das ein bisschen Dreck drin ist, das ist gar nicht dramatisch. So, und dann nehmen wir die andere Verbindungsstange, wo drüben aufgeht und die schrauben wir einfach bloß leicht drauf, dass der Pfosten nicht aus kann. So, mehr brauchen wir gar nicht. Und dann können wir jetzt die Stange da. Michi, du kommst jetzt daher und hebst den Pfosten fest. Das ist jetzt aber der Trick, der was dahinter steht, dass man das dann einfach immer weitern kann. Also so, das ist das System, oder? Das ist, ihr könnt jetzt also quasi da immer einen Meter weitergehen, oder? Genau, wir können im Endeffekt unser Beet endlich unendlich lang erweitern. Unser längstes bis jetzt sind 12 Meter.
Und das ist eben der Mittelpfosten und mit dieser Strebe können wir eigentlich, ja, wir können da 100 Meter machen. Wer das mal haben will, der kann sich gerne bei uns melden. Wir bauen das so in 100 Meter weiter, weiß ich. Das habe ich gemeint mit rückenschonender Arbeit. Also ich muss sagen, bis jetzt spüre ich noch überhaupt nichts. Ich dafür umso mehr. Aber ich habe sie hertragen, gell? Also ja, ja. Von dem her. Sehr nobel, sehr nobel. Ja, ja, ja. Gut. Ich bin da, ne? Genau. Jetzt kommt oben über die Strebe rein. Die wird jetzt so mit den Schrauben. Oh, verschraubt. Und ab da steht sie ja dann eigentlich schon, oder? Genau. Ja, genau. Und dann ist so wieder auf die Beilagscheibe drauf, auf die Madenschraube, die wo dann in den Mittelpfosten kommt. Schieben wir rein. Den dann da. Jetzt kannst du einen Motor holen. Mit Fett die Schraube einfach anziehen. Also muss jetzt nicht gleich ganz fest sein, soweit man mit der Hand halt reinkommt. Dann passt es schon. Genau. Jetzt holst du noch am genau. Motor und dann. Jetzt gehen wir das Ganze fürs erste Mal sichern. Da haben wir haben diese M20 Stoppmutter. M8 Stoppmutter. Die kommt eigentlich für die Mittelstrebe, aber für dies können wir es jetzt erstmal verwenden. Dann kommt die da drauf, dann kommt die Wand genau. Nicht mehr weg. Und so. Jetzt könnte man theoretisch das Hochbeet alleine auch weiter aufbauen. Genau, jetzt würde es theoretisch bis auf die Wand hinten eigentlich auch alleine weitergehen. Aber ihm fehlt trotzdem einfach zu zweit, dann tut man sie wesentlich leichter. Und es geht auch schneller. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt ziehen wir unten die Strebe an. Genau. So. Dann wir die Stoffe wieder rausdrucken, die sind jetzt da leichter drin. Die nehmen wir jetzt wieder raus und dann ziehen wir unten die Strebe an. Du hältst die Strebe da fest, ich ziehe hinten an, oder? Mhm. Genau. Dann ein bisschen Sturm aus. Und Kameramann ist begeistert, die machen das gut, oder? Ja, das ist leicht. Ja, finde ich auch. Ich kann oben auch gleich anziehen, wenn schon die Steine heraus sind. Genau. Komm schon an. Genau. Das dann, wenn die Schraube fest ist, man braucht die dann weiter drehen, das reicht. Ja, genau. Dann zieht man die Stange, was da rüber geht, zieht man dann eben mit der Hand leicht an. Irgendwann ist es einfach so weit, dass man das nicht mehr weiter drehen kann. Dann haben wir den Druck, also jetzt merke ich den Druck einfach, jetzt kann ich nicht mehr so leicht drehen. Genau. Und jetzt ist Ende, jetzt haben wir da den Druck aufgebaut, von der Stange auf die Stirn auf und jetzt kann da nicht mehr viel passieren. Man kann nur mit so einer kleinen Wasserpumpenzange der Stange einfach noch ein bisschen eine mitgeben, dann ist das wirklich stramm. Genau, also auch aber wenn man, Entschuldigung Michi, aber wenn man, also das ist zwar Zink, aber wenn man das jetzt leicht mit der Wasserpumpenzange anzieht und der Zink leicht beschädigt wird, das stört gar nicht. Also das ist schon ein bisschen eine gute Schicht Feuerverzink drauf und das hebt es leicht aus. Also da rostet deswegen gar nichts oder so. Da passiert nichts. Also man tut es jetzt gar nicht wirklich beschädigen, es gibt halt leichte Druckstellen. Genau. Aber das ist alles in Ordnung. Genau. Jetzt machen wir als nächstes mit der Seite weiter. Genau. Die Zange.
Gut, also bis jetzt muss ich sagen, ist eine super Sache, die zweite Wand steht. Ich bin auch noch sehr entspannt. Es ist wunderbar. Wie geht's weiter? Jetzt kommt der wichtige Schritt, oder? Genau, jetzt kommt der wichtige Schritt. Und zwar, bevor wir die Seite jetzt mit Steine befüllen und da drüben genauso, müssen wir jetzt die Rückwand befüllen. Das hat einen einfachen Grund im Endeffekt. Und zwar, wenn man das jetzt ein bisschen so sieht von der Entfernung, da sind ja die Langlöcher. Und wenn ich die Seite befülle mit Steinen, muss ich die und die Seite mit Schrauben anziehen. Wenn ich jetzt die Seite befüllen würde mit Steinen, komme ich an diese Schrauben einfach nicht mehr hin zum Anziehen. Deswegen müssen wir jetzt als erstes die Stirnseite, so gesagt, wieder mit Steinen befüllen und setzen. Und dann können wir, das ist dann egal, können wir uns die Seiten aussuchen, wo wir dann da mit den Steinen weitermachen. Strebe. Und noch nicht ganz anziehen. Das Ganze lassen wir so locker, genau. Jetzt können wir gleich die Strebe noch einziehen. Und noch nicht ganz fest anziehen. Und jetzt kommen wir zu der da hinten. Genau. So, der Michi hebt jetzt da die Seite fest und ich tue jetzt da die Steine einfüllen. Da, der Gysi hilft! Ja. Jetzt geht's auf! Wahnsinn, jetzt geht's auf, jetzt du! Wahnsinn! Nicht, dass ich losarbeite. Höchst motiviert. So, jetzt haben wir das ausrichten. Passt. Strebe. Also ein bisschen Dreck oder Erde reinkommt oder sowas in die Stange, wenn man die vor Ort legt, kann man das ein bisschen ausklopfen. Ist kein Problem. Sven? Ja? Währenddem, dass du da schraubst, du hast mir versprochen, ich habe keine Schnecken mehr. Hab Kannst ich du das mal erklären? Das interessiert mich. Und zwar, das hat ganz einfach, der Michi hebt jetzt einfach mal, den lasse ich da stehen. Und zwar, wenn man die Steine einfügt, die sind sehr offenporig, die Steine. Und wir haben das selber eigentlich gar nicht so geplant gehabt, dass es schneckensicher von Haus aus ist. Wir haben auch einen Schneckenschutz eigentlich entwickelt gehabt für das Beet damals. Und haben dann festgestellt, im Nachhinein, wir brauchen das Geld, weil das ist so offenporig bei Beton, dass die Schnecken ihren kompletten Schleim verlieren, bis sie oben sind. Also maximal kommen sie so dreiviertel drauf und fallen dann ab. Also der Gott der Schleim aus, ja? Und dann pupp. Genau, dann fallen die einfach ab. Ich habe das bei meinem Hochbeet daheim, ich habe mal ohne gepackt, weil die genau neben meinem Beet waren und habe die an den Sturm noch geklebt. Und dann ist sie nur so 5 cm gegangen und dann ist sie auch wieder abgefallen. Aber ich glaube, das hat ihr so oder so noch gefallen, okay, dass ich die auch verpackt habe. Aber nee, wenn ich die Stur so lasse, habe ich eigentlich so gut wie gar keine Schnecken drin. 100% kann man nie versprechen. Ja, wenn was runterhängt, dann genau, decken sie den Tau. Wenn was runterhängt oder der Vogel mit reinbringt, das ist leider auch der Fall. Aber wesentlich weniger oder eigentlich fast gar keine im Gegensatz zum Holzhochbeet, wo sie einfach aufkraxeln können. Das funktioniert bei uns nicht. Das ist das Supere. Du hast schon sehr gut angesprochen. Gut? Nee. Ich nagel hier drauf fest, gell? Okay, ich komme vorbei und muss sie rauspflücken. So machen wir das. Jetzt schrauben wir die Seite da mal zusammen. Ja, dass du mich jetzt die ganze Zeit heben musst. Genau, dass ich die ganze Zeit heben muss. Ja, armer Tropf.
Ist schon fertig? Ist schon fertig, ja. Okay. Ich bin nervt, ich bin ein bisschen langsamer. Gut. So, wenn wir jetzt die Seite befüllt haben, fangen wir jetzt einfach mal, wir können uns das raussuchen, wir können mit der oder mit der Seite anfangen, aber wir werden jetzt die Seite mit Steine befüllen. Deswegen geht jetzt der Michi da hinten rein, hält das ein bisschen fest, auch wenn das eigentlich von selber steht, und hält das ein bisschen fest, weil ich muss da die Schraube wieder lösen, was wir vorhin reingemacht haben. Tja. Die kriegst du geschenkt. Dankeschön. Also mir gefällt es jetzt schon. Was sagst du, Kameramann? Schaut gut aus, ja. Ja. Magst auch so eins, oder? Ja, da ist mein Garten zu klein, leider. Ja, der Terrassen-Patrick. Der Terrassen. Wir haben das so in 1x1 Meter, also kein Problem. Ja, muss ich mal überlegen. Könnt's gehen. Jeder optisch gut zu deinem Smoker passen. Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn wir gerade beim Thema Optik sind, wenn einem jetzt das nicht gefällt und man mag keinen Beton in seinem Garten haben, das geht ja rein theoretisch gehen, dass ich da einfach ein Ding nehme, oder? Ein Holz. Ein Holz könnte man einfügen, genau. Also man könnte jetzt so Läden mit 5 cm einfügen, das wäre jetzt kein Problem nicht. Schneckenschutz beim Teufel. Schneckenschutz beim Teufel, genau. Mhm. Aber man muss es halt irgendwann austauschen, sein Holz muss man bei dem Beton nicht. Genauso, wenn wir beim Design sind, hat der Gysi absolut super angesprochen. Er hat jetzt nur graue genommen. Ich kriege aber im Baumarkt, also so die Standardfarben, was wir haben, sind dieses Grau, Rot und Anthrazit. Also es ist einfach wesentlich dunkler nochmal wie das Grau. Und da kann man sein eigenes Farbenmuster eigentlich nehmen. Es gibt Gelb, aber das ist relativ selten. Und da kann man sein eigenes Muster machen. Mein Hochbeet zum Beispiel ist einfach Anthrazit, Grau und Anthrazit. Also so habe ich das zum Beispiel bei mir daheim stehen, weil es halt einfach mir so besser gefällt. Gysi, du hast uns ja gesagt, warum. Erklär mal, warum du alle grau machst. Meine Kinder wollen dann da mit Straßenmalkreide oder irgendwas das außen ein bisschen anmalen. Genau. Die und dann ist es halt einfarbig einfacher. Genau. Genau. Die wollen das einfach anmalen, das kann man mit dem natürlich auch machen, da haben die Kinder auch eine Freude dran. Nee, genau. Wir machen jetzt so die Wand noch zu. Und genau. Das brauchen wir dann eine Beilagscheibe. Genau. Ja. Dann steht der Hochbeet da. Das Fett haben wir schon. Beilagscheibe drauf. Strebe rein. Genau, die Strebe, die wird jetzt einfach anzogen. Bis sie fest ist, bis auf der Gegenüberseite die Strebe anlegt. Das merkt man gleich, wenn es fester wird. Und dann reicht es eigentlich auch. Genau. Dann nehmen wir zur Sicherung eben hinten die Schraube drauf. Dann schauen wir, dass die Steine außen sind. Und ziehen das alles mit dem Schlüssel nochmal auf. Da muss man jetzt die Schraube ein bisschen auskramen. Das ist eben ein bisschen überlassen, sage ich mal. Man kann die Beetpfosten auch auf Fliesen legen. Dann sind die aus dem Dreck heraus. Haben wir jetzt halt hier nicht gemacht. Ist jetzt aber alles schlimm. Dann kommt man ein bisschen erleichtern an die Schrauben hin. Also nicht, dass die Leute die Sorge haben, dass das Beet irgendwie noch weit einsinkt. Das Beet ist im Endeffekt ja unten genauso aufgebaut wie hier oben. Sobald es auf die Steine aufsteht, das Beet, das wäre jetzt da unten eigentlich schon der Fall, dann sinkt es nicht mehr weiter ein. Also das geht nicht mehr tiefer. Weil man muss auch nichts einbetonieren. Bei dem Beet, weil viele haben ja von unseren Kunden, die wollen mich fragen, ja, müssen wir die Pfosten einbetonieren oder so? Gar nichts. Stellt man einfach drauf, auf was man das will, und dann passt es. So. Jetzt sind wir da drüben die Wand noch machen. Dann sind wir eh schon fast fertig. Genau, und dann sind wir eh schon fast fertig. Ah, der Gysi hilft wieder. Ja. Eine Maschine. Das kann man vielleicht noch beachten, und zwar in den Steinen ist ja meistens so eine Nut mit drin, wenn man die sieht. Und da steht ja unsere Schraube raus. Da tut man sich wesentlich leichter, wenn diese Nut
bei denen Schrauben ist. Dann beschädigt man die Schraube nicht. Easy, gibt's ein bisschen falsch? Typisch easy. So, jetzt habe ich sie richtig rum hingedreht. Ja, ja, ja. Nee, nicht. Ach so, weil du anders drehst. Gut, okay. Aber das machst du schon. Ja klar. Nee. Ist ja einmal mit Profis hier. Ja. Wir wissen ja warum. So. Liebe da. So, das Sven ist jetzt zum Bieseln gegangen. Jetzt müssen wir nur schauen, ob das Ding im rechten Winkel ist, oder? Ja, genau. Müssen wir überkreuzen, oder? Ja, da haben wir jetzt ein 5 Meter Maßband. Gehen wir jetzt einmal auf die Ecke. Schauen wir mal. 232,4. Ja, schaut gut aus, 232,4. Passt. Warum ist das wichtig? Das ist eigentlich wichtig, dass erstens sieht man es ja optisch, wenn es im Winkel steht. Und man sieht es ja auch, dann, wenn man plastert, dass die Abstände eben passen. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn das jetzt halt du drumherum pflastern willst und das steht nicht ganz gerade, dann kriegst du dein Pflaster nicht sauber hin, oder? Ja. Ansonsten wäre es ja eigentlich wurscht. Genau, man kann es klar, man sieht so ein bisschen, wenn die Wände dann nicht zueinander passen. Aber es ist kein Problem. Man tut es halt dann einfach, wenn es nicht ganz passt, man kann es ein bisschen nachrücken. Ja. Es ist ja noch nicht befüllt. Gut. Dann bringen wir das gut nach. Saubere Sache. Dann kommt es bloß noch Mittelstrebe, oder? Genau. Jetzt werden wir noch Mittelstrebe einfügen, ja, dass das Beet das gleiche Problem hat wie das da drüber, dass es in der Mitte auseinanderdruckt. Ja, das ist eine Katastrophe. Aber ich kann jetzt schon versichern, nächstes Jahr bauen wir nochmal eins und das wird dann 3 Meter und das kommt dann dahin. Ja, so, jetzt kommen wir mal. Ich bin schon da. Wenn wir die Schrauben lieber, aber bei der Gießen muss ja auch was da. Gib uns mal die Schrauben, die Beilagscheiben. Höchst motiviert der Kerl. Ja. Genau, da mal das Material noch rum. So, da. Hervorragend. Läuft fett auch noch? Nee, da ist schon fett drauf. Hat der Michi schon da. Genau. Die Mittelstrebe fügen wir jetzt da noch ein in der Mitte. Kommst vielleicht ein bisschen her noch. Schraube, Beilagscheibe, Strebe drauf, andere Seite Beilagscheibe, Mutti. Ja. So, was man vielleicht noch erwähnen muss, wir haben in die Strebe ein Langloch reingemacht, dass man das ein bisschen ausrichten kann, das Ganze. Wir haben das Ganze ja schon ausgemessen, ob das richtig ist. Ja. Am besten ist jetzt, dass man mit einem geschulten Auge da ein bisschen durchschaut. Genau. Wie das Beet steht, ob das jetzt am Bauch nach außen oder nach innen macht. Ich würde sagen, ist jetzt ein bisschen ein Vorstellweg, aber es schaut gut aus. Schauen wir mal da auf der Seite. Da schaut so pumpengerade aus. Da können wir die, können wir das so anziehen? Können wir die Strebe so anziehen. Genau. Drüben noch. Gut. Und unser Beet ist fertig. Komplett aufgebaut, 2 Meter Beet. Gysi, was meinst du? Schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja, ihr könnt wiederkommen. Wie viel Meter diesmal? 3, nächstes Jahr. Ja, ist klar. Okay, aber da ihr zwei ja ganz pfiffige Hunde seid, wie man jetzt mitgekriegt habt, ihr habt noch ein bisschen was mitgebracht, oder? Genau, wir haben noch ein bisschen Zubehör für unser Hochbeet. Holen wir und dann geht's weiter. Genau, das holen wir und dann geht's weiter. Jawohl, dein Zubehör hast du anbracht. Erklär uns das mal bitte. Also, als allererstes haben wir da ein Hakenbrett.
Da kann man seine Sachen, was man fürs Hochbeet braucht, kann man da, entweder kann man die so hinhängen, wie sie jetzt da aktuell dran sind, oder es gibt ja auch ganz viele Gartenwerkzeuge, die wo da unten durch dann durch ihre Löcher am Bändel haben. Dann hänge ich den Bändel einfach dann im Haken ein und habe alles bei meinem Hochbeet. So, aber es funktioniert auch genauso so. Dann habe ich alles an meinem Hochbeet dran liegen. Ohne, also, ich kann es einfach einhängen. Nicht schrauben, fertig. Da, wo ich es haben will, mache ich es hin. Genau. Das kann ich überall einhängen. So, dann haben wir da noch eins für unsere Gießkannen. Das haben wir auch in der Hälfte, das nur für eine Gießkanne ist. Das ist jetzt das große für zwei Gießkannen. Das ist auch ganz einfach. Das hänge ich auch einfach ein. Genau, ganz einfach, ohne Schrauben. Dann habe ich meine Gießkannen. Und jetzt schauen wir uns noch unseren Kräuterkasten an. Jetzt schauen wir mal außen an. Genau. Der ist jetzt aus Edelstahl. Den kann man auch einfach noch hängen, weil es gibt ja erstens Pflanzen, wie der Gysi das weiß, die vertragen sie nicht, wenn sie zusammen im Hochbeet sind. Dann kann ich die außerhalb abpflanzen. Ich zum Beispiel bei meinem Hochbeet habe in dem Kasten einfach meine Erdbeeren abpflanzt. Die sind dann außerhalb, das schaut dann ganz gut aus. Und ich kann halt mit dem Teil einfach, wieder einfach nur zum Stecken, kann ich ganz einfach meine Hochbeetgröße noch. Ja, du hast mehr Anbaufläche, genau, einfach. Einfach mehr Anbaufläche. Ja. Und jetzt kommst du vielleicht näher. Wir haben nämlich vorhin ja Staunässe angesprochen. Es sind Löcher in dem Kasten noch drin. Das heißt, wir haben auch keine Staunässe in dem Kasten drin. Also von dem her kein Problem. Das Material ist Edelstahl. Das hält auch für immer und ewig. Da passiert gar nichts. Und wir werden auch ein Vlies dann mitliefern. Das kann man über die Löcher dann drüber legen, dass halt keine Erde nach draußen regnet, sondern nur wirklich das Wasser dann aus den Löchern rauskommt und nicht die Erde. Wollen wir ja nicht haben. Ja gut, eine kleine Drainageschicht kann man sich ja selber mit Kiesen ein bisschen reinmachen. Ja, kann man auch machen, wenn man will, genau. Ja, dann läuft es auf jeden Fall hundertprozentig ab. Genau. Wenn man das nicht hat oder nicht will, dann kann man da natürlich auch ein Fließwasser drüber legen, dann funktioniert das genauso. Aber auch Gysis Variante funktioniert genauso. Ja, geniale Sache. Und vom Packmaß her tatsächlich ungefähr genauso groß wie das ganze Hochbeet hier. Ja, genau. Vom Packmaß her ist das ungefähr genauso groß wie das 2 Meter Beet, wenn ich das zusammenlege. Also, wir können das so überall nachverschicken, das ist absolut kein Problem nicht. Das ist der absolute Vorteil. Und die Steine kriegt man eben in jedem Baumarkt. Gut, also jetzt war erst einmal vielen Dank, dass ihr mir das aufbauen habt. Kein Problem. Ich finde es ein sehr geniales System, gefällt mir absolut gut. Tolle Sache, wie gesagt, ich werde Kunde bei euch. Super. Nächstes Jahr noch eins, übernächstes Jahr noch eins. Da machen wir weiter in der Richtung. Ich finde es echt klasse. Wie kriegt man das Ding? Also aktuell kriegt man das über unsere Webseite, das hat der Gysi in seiner Videobeschreibung drin, unsere Website. Einfach auf Kontakt die Anfrage aktuell schicken. Wir sind aber gerade eben dabei, dass wir einen Online-Shop aufbauen und da kann man das dann ganz einfach bestellen. Also ein bisschen Geduld noch bitte und dann kann man das so ganz einfach bestellen, aber aktuell einfach eine Anfrage an uns schicken. Ihr könnt es auch gerne über den Gysi machen, der hat da bestimmt auch kein Problem nicht. Kein Problem. Nicht traut es uns zum Schreiben, sondern nur im Gysi. Kein Problem, ich leite es weiter. Genau. Gar kein Thema nicht. Ihr seid noch weiter am Tüfteln. Vergessen habt ihr die Rankhilfe mitzubringen? Ja. Wir sind auch ein bisschen vergesslich, aber wir haben eigentlich nur eine Rankhilfe für Gurken zum Beispiel, weil die sollten eigentlich nicht runterhängen, sondern sie sollten sie schön aufranken. Die haben wir jetzt vergessen, die haben wir eigentlich auch. Und da könnt ihr uns einfach ausschreiben, wenn ihr so eine Rankhilfe wollt für das Beet. Das ist gar kein Problem, dass wir das mit rein in das Paket schmeißen, wenn wir das zum Beispiel verschicken. Das funktioniert ohne Thema. Einfach melden und wenn du eine brauchst, sagst halt. Ja. Und ihr seid noch am Konzentrieren von der Frühbeethaube, oder? Genau. Frühbeethaube sind wir auch noch dabei. Wir wollen die eben so modular wie unser Hochbeet machen. Aber da kann ich jetzt leider noch nichts ganz versprechen, aber Ende dieses Jahres, wenn wir die Frühbeethaube zu 100%, das verspreche ich jetzt einfach mal, fertig haben, dann kann man die je nach Beetgröße, kann man die dann einfach mitbestellen, dann können wir das auch einfach früher noch anbauen. Und da kennst du die am besten aus. Klasse Sache, wenn es soweit ist, werden wir euch sicherlich da noch auf dem Laufenden halten. Genau. Gut, Jungs, vielen Dank, habt ihr gut gemacht, gebt ein Bier. Halt mal. Und wenn es euch gefallen hat, schaut bei Ihnen auf die Website. Ist wie gesagt, es ist eine tolle Sache. Es ist auch nicht übertrieben teuer. Kostet? Die Größe 345 Euro. Einmal frei für Hochbeet. Kann man überhaupt nichts dazu sagen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, bei Ihnen vorbeischauen.
Wenn es euch mit mir gefallen hat, dann wie immer liken, teilen, abonnieren vergessen. Ciao, sagt der Garten-Gysi und die Jungs von Black Fox. Servus. Bitte. So, Freunde, ich habe noch eins vergessen. Die anstrengende Nummer, deswegen verzeiht es mir. Es kommt natürlich noch ein Video dazu, wie man das dann ideal befüllt und wie man das macht. Ist doch schon befüllt. Ja, mit einem Garten-Gysi. Das reicht aber nicht, da wächst nichts, Kameramann. Nein, kommt noch demnächst. Bis dann. Ciao, ciao.